Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zum Büchertipp-Spezial-Talk Nummer 2. Exopolitik, heute weniger Exopolitik, aber wieder mit Rainer Feistle vom Allstern Verlag. Und ich begrüße dich jetzt gleich mal in Bayern. Servus, lieber Rainer. Servus, lieber Manuel. Schön, dass ich heute wieder bei dir sein kann. Und ich denke einfach mal, bevor wir mit unserem Gespräch anfangen, werde ich noch ein bisschen trommeln, um einfach mich in eine Ruhe zu bringen und auch die Zuschauer, die möglicherweise heute live dabei sind, auch einfach ein bisschen in die Ruhe zu bringen. Ja, lieber Manuel, liebe Gäste dort draußen, ich möchte euch einfach noch jetzt so spontan eine kleine Botschaft übermitteln. Der große Geist von Mutter Erde fühlt und spricht zu euch und bittet euch, alle Kinder der Erde, gebt Mutter Erde eure Kraft, eure Liebe. Wir stehen vor großen transformatorischen Veränderungen und Mutter Erde braucht unsere Hilfe. Verbindet euch mit Mutter Gaia, gebt ihr eure Liebe, eure Kraft, denn es stehen gewaltige Veränderungen bevor und da wollen wir heute drüber reden. Und es war mir jetzt einfach ein wichtiges Anliegen vorab, euch die Botschaft mitzugeben. Und wir werden heute noch ein bisschen über meine schamanische Arbeit reden. Und dazu möchte ich noch kurz, bevor wir dann ins Thema einsteigen, vielleicht ganz kurz aus dem Buch von Frank Schwede, das ist mir halt zufällig wieder in die Hände gefallen. Und ich habe dann intuitiv drin geblättert. Und da möchte ich euch jetzt ganz kurz ein paar Passagen vorlesen. Und fühlt einfach einmal in euer Herz hinein und spürt hinein, was es mit euch macht. Wie gesagt, das Buch wurde 2021 geschrieben, also noch vor der Ukraine-Krise, vor dem Ukraine-Krieg. Jede Seele sollte sich über eine wichtige Tatsache im Klaren sein. Die Erde ist die hohe Schule des Universums, die nur die Besten der Besten bestehen werden. Was wir jetzt erkennen müssen, ist die Tatsache, dass die Menschheit gegenwärtig vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte steht. Es geht hier um einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel und um die Transmutation der Erde. Es geht also um alles oder nichts. Weiter schreibt der Frank, zahlreiche Seher berichten schon eine ganze Weile von einem Ereignis, das uns schon für 2012 prophezeit wurde. Eine Apokalypse, eine Zeitenwende in Verbindung mit einer Zeitlinientrennung. Ausgelöst durch einen elektromagnetischen Impuls, der unsere jetzige kollektive Zeitlinien in zwei Zeitlinien trennt. Dazu habe ich gerade neulich ein interessantes Gespräch mit Frank und Anja geführt, was mir auch selber schon passiert ist mit den verschiedenen Zeitlinien. Niemand aber vermag genau zu sagen, wenn dieses Ereignis stattfindet, vor allem, ob es überhaupt eintritt. Der nicht erwachte Teil, das sind rund 2/3 der Bevölkerung, ich denke, das werden noch viel mehr sein, wo noch nicht bewusst sind, könnte möglicherweise in einer Parallelwelt verschoben werden, die auf die Schwingung und Frequenz der Betroffenen
zwei Drittel geeicht wurde, wo diese ihre Lektion in Form von Nachhilfeunterricht lernen können, um schließlich irgendwann den Aufstieg, also die Meisterprüfung zu schaffen. Und dann schreibt er weiter, die geistige Welt und die Schöpferquelle mag uns zwar in vielerlei Hinsicht durch den Zufluss positiver Energie unterstützen, doch die entscheidenden Impulse müssen, und das ist absolut richtig, von uns kommen, indem wir die Komfortzone verlassen und wieder in die Selbstverantwortung gehen. Was wir gerade erleben, ist ein fundamentaler Wandlungsprozess, der Aufstieg der Erde und der Beginn eines neuen Zeitalters. Wie es nur alle 26.000 Jahre geschieht. Genau, und ich möchte noch mal ganz kurz zeigen, da habe ich auch extra noch, wo ich das Buch vom Schwede gemacht habe, noch die Prophezeiung der Hopi-Indianer. Nein, und die möchte ich euch auch noch ganz kurz vorlesen. Die Hopi-Prophezeiung, bewusste und erwachte Menschen werden die neue Welt aufbauen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Hoffnungsprophetie sagt, die Zeit entwickelt sich und kommt an einem Ort an, an dem sie sich erneuert. Es gibt zuerst eine Zeit für die Reinigung, dann eine Zeit für die Erneuerung. Wir sind dieser Zeit sehr nahe. Sie sagten uns, wir würden Amerika kommen und gehen sehen. Was bedeutet das? Amerika von innen heraus stirbt, weil sie die Anweisungen vergessen haben, wie man auf diesem Planeten lebt. Die Zeit kommt, in der Prophezeiungen und die Unfähigkeit des Menschen auf spirituelle Weise auf der Erde zu leben, um einen Scheideweg großer Probleme geraten werden. Und jetzt noch der letzte Absatz, wo ich noch kurz zitieren möchte, weil da habe ich eine Gänsehaut gekriegt, erzähle ich euch gleich noch. Die Tibeter, die alten Ägypter, die Cherokee und auch die Hopi-Indianer bezogen sich alle auf die Zeitrechnung des Maya-Kalenders, der sich auf einen 26.000 Jahreszyklus bezieht. Die Maya beschäftigen sich ausgiebig mit Astronomie und Sternenkunde. Sie besaßen zwei Kalender, einer davon ist bis heute als Sonnenkalender bekannt. Laut einer alten Legende kamen unter den Vorfahren der Maya 400 Götter von den Plejaden auf die Erde, um Astronomie, Medizin und viele weitere wichtige Bereiche der Wissenschaft zu lehren. So, und jetzt bevor wir ins eigentliche Thema dann einsteigen, möchte ich euch noch ganz kurz meine Vision euch dort draußen mitteilen. Ich hatte vor 2 Wochen eine schamanische Reise gemacht und da habe ich eine Vision erlebt und die war so klar und ich habe das so klar gefühlt, den ganzen Schmerz auch gespürt. Ich saß am großen Lagerfeuer, wir haben getrommelt und es kam bei mir ganz klar in meinem Bewusstsein, ich war Medizinmann bei dem Stamm der Cherokee-Indianer, die damals in Tennessee im Süden der USA gelebt haben. Ich war der Medizinmann und mein Rufname damals in meinem früheren Leben, als ich Medizinmann war Wolf. Grauer Wolf. Hm. Und das ist doch verrückt. Schau mal, ich habe mir zu meinem 60. Lebensjahr habe ich mir hier diesen Wolf hier auf der Oberarm tätowieren lassen. Wir haben hier die schamanische Federn, das mich mit dem Indianischen verbindet. Und natürlich habe ich auch die Galaxien und das Weltall auf meinem Arm verewigt, weil ich gespürt habe, und da steige ich gleich ein, ich sage mal so, viele Menschen verstehen meine Entwicklung nicht. Die kennen mich jetzt von der UFOs her. Und viele haben da Probleme damit gehabt. Was macht er jetzt auf einmal mit dem Schamanischen? Nein, ich habe das so als Kind gespürt. Ich habe früher als Kind immer mir die Indianerfilme angeschaut und war immer bei den indigenen Völkern und habe das nie verstanden, warum die Weißen die Indianer teilweise in Reservate gesteckt haben, umgebracht haben und die ganze Gräueltaten. Ich war also auch Kind immer, früher als haben wir Fasching gefeiert, immer als Indianer verkleidet, schwarze Perücke, Kriegsbemalung im Gesicht. Ich war immer auf der Seite der Indianer.
Ja, und das Ganze hat sich einfach immer mehr verstärkt, weil einfach meine Seele wusste, da ist eine Verbindung aus meinem früheren Leben. So, und das Ganze hat sich dahingehend immer mehr vertieft vor 4 Jahren, wo ich gesagt habe, tu es, geh deinem Seelenweg nach. Egal, was alle draußen von dir halten, jetzt ist schon total spinnig war oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Wenn du deinem Seelenweg folgst, dann spürst du das. Und es ist auch kein Zufall, Manuel, dass wir seit 18 Jahren hier am Waldrand wohnen und die Straße, wo wir wohnen, das ist eigentlich keine Straße, heißt Wolf 8, ja. Und also man sieht schon, das Leben führt einen dahin und genau hier in dem Haus, wo wir jetzt wohnen seit 18 Jahren, da ist mein ganzer Weg, meine ganze Entwicklung richtig vorangetrieben worden. Genau. Ich kann das bestätigen. Ich habe heute ein Paket vom Rainer bekommen und der wohnt wirklich Wolf 8, ja? In der Hof. Genau. Also es ist, du siehst also, wenn wir dem Ruf, dem Mitruf der Seele folgen, ja, dem inneren Gespür folgen, dann tun sich plötzlich ganz neue Räume auf und ich sehe gerade, was im Moment bei mir passiert, ja. Also seit April ist es ganz stark, hat sich das nochmal hochpotenziert. Ich kriege auf einmal Zulauf von Menschen, die kommen teilweise, ich kann es manchmal selber nicht verstehen, sind schon manche Leute von Rostock runtergefahren, die fahren mal 800 Kilometer, um bei mir eine Sitzung zu machen, weil es dann wichtig ist. Und mir ist es einfach auch wichtig, den Menschen dort draußen eine Hilfe zu geben, durch meine jahrelange Erfahrung, die ich gemacht habe, auch im Bereich Außerirdische mit Rückführungen oder Seelenreisen, da kommen wir noch später drauf, was da bei den Leuten passiert. Also es passieren im Moment unglaubliche Dinge. Und ich möchte es jetzt auch nochmal im Rahmen dieser Sendung nochmal gerne weitergeben und euch ein riesen Kompliment aussprechen, lieber Manuel, was du und der Peter Denk mit eurem Denkanstoß an Informationen rausgibt, ist sowas von wichtig für die Menschen da draußen. Ich habe den letzten Denkanstoß auch angeschaut und die Klarheit, mit denen der Peter die Dinge auf den Punkt bringt, sind jetzt fundamental wichtig, weil die Menschen müssen jetzt endlich mal verstehen, dass die alte Zeit, wie wir es vor 2019 gekannt haben, die wird es nicht mehr geben. Aber die Menschen sind jetzt alle im Urlaubsmodus, die blenden alles aus, aber die Realität wird sie bald einholen. Und deswegen ist eure Aufklärung echt so was von wichtig und großes Kompliment weitermachen, weil viele Menschen werden noch aufwachen, bin ich überzeugt. Aber für viele Menschen, die sind so im alten System eingetaktet, für die wird es ganz, ganz schwierig werden. Die werden, viele werden da richtige Probleme noch kriegen, wenn ihr altes Weltbild zusammenbricht. Aber ich kann euch wirklich da draußen nur sagen, geht wirklich in die Freude, in die Lebensfreude, weil was jetzt passiert, ist eine einmalige Sache. Und was jetzt in den nächsten 8 Jahren noch kommt, das wird so gewaltig werden. Wir werden solche Veränderungen erleben auf alle gesellschaftliche Ebene. Und es wird noch neue Berufe geben, für die es jetzt noch gar keine Bezeichnung gibt. Es wird Berufe geben, wo mehr Menschen mit anderen Menschen arbeiten, wo sie an die Hand nehmen, weil die Orientierungslosigkeit, deswegen habe ich auch am Anfang getrommelt, der Taktschlag von Mutter Erde, der geht jetzt immer mehr hoch. Ja? Die Frequenz fährt hoch, die kosmische Energie kommt runter, die Frequenz wird hochgefahren und es wird bei vielen Menschen noch innere Impulse auslösen, mal in sich zu gehen und reinzufühlen und sich einfach mal die wichtige Frage im Leben stellen, die eigentlich jeder sich mal stellen sollte im Leben. Was ist eigentlich mein Seelenauftrag? Warum bin ich hier? Ja? Und wo geht die Reise noch hin? Und deswegen ist verständlich, dass ich im Moment, ich brauche gar keine große Werbung machen, auf einmal kriege ich von überall Menschen, die sich angesprochen fühlen, zu mir kommen und wo ich mit den Menschen arbeite darf. Und bei mir ist es einfach wichtig, wenn Menschen zu mir geführt werden. Ne? Jeder kriegt Hilfe bei mir und das soll nicht am Geld liegen. Deswegen arbeite ich grundsätzlich bei meinen Sitzungen zu Hause privat auf Spende.
Das heißt, wenn die Leute bei mir da sind, die sind in der Regel 2-3 Stunden da. Zuerst wird ein Kaffee getrunken, wird ein Vorgespräch, weil wenn ich so Sitzungen mit den Leuten mache, das hat was mit Vertrauen zu tun. Und die Menschen müssen erstmal Vertrauen zu mir bekommen. Und je mehr sie vertrauen, umso mehr können sie sich innerlich öffnen, umso mehr passiert bei den Sitzungen. Und dann geht man hoch, arbeitet meistens zwischen 1 Stunde in die Sitzung oben und dann geht man runter und macht eine Nachbetrachtung. Und das alles, ja, weil mich schon viele gefragt haben, hast du eine schamanische Ausbildung gemacht? Sag ich, ich war zwar auf verschiedenen Seminare, ich habe aber letztes Jahr in München bei einem Navajo-Indianer so ein Wochenende Medizintänze, da ist auch innerlich was passiert. Aber ich habe so in dieser Form eigentlich keine Ausbildung gemacht. Aber ich weiß, das ist bei mir in der Seele angelegt und diese Vision, die ich hatte, und ich habe heute mal im Internet noch recherchiert, bei dem Stamm der Cherokee, ich hab das Leid gespürt, das man meinem Volk angetan hat. Ja, und dann habe ich gelesen, die haben in Reservate gesteckt, die mussten 900 Kilometer irgendwie durch den Pfad, die haben keine richtige Klamotte gehabt, viele Kinder sind erbärmlich verhungert und elendig gestorben. Da ist jetzt eine, wo extra für den Stammer Museum, um einfach einmal die Gräueltaten aufzuarbeiten, was man den ganzen indigenen Völker angetan hat. Und das habe ich in einer Sitzung, zack, ich habe das gespürt, wo wir da waren, ich habe das ganze Leid gespürt. Und dann wusste ich für mich, okay, jetzt ist mir klar, warum ich diese indianische Ader in mir habe. Die habe ich mir einfach jetzt nur in diesem Leben wieder bewusst gemacht. Und deswegen fällt es mir auch so unglaublich leicht, auf die Menschen einzugehen. Und ich gehe ja selber, wenn ich mit den Leuten arbeite, in tiefe Trance. Und da passiert dann was. Wenn ich dann mit der eigentlichen Sitzung fertig bin, gehe ich hin. Ich rede ja nicht von Heilung, sondern von Energiearbeit. Das hat einfach rechtliche Gründe. Und wenn ich dann am Kronenchakra oben anfange zu arbeiten, dann kommen manchmal Bilder, ich kriege Visionen rein oder kriege Informationen für die Leute. Aber das ist ganz unterschiedlich, weil jeder Mensch hat ein anderes Energiefeld. Bei manchen kriege ich mehr Zugang, da kriege ich ganz klare Botschaften, bei manchen weniger, aber da bin ich auch so ehrlich und sage auch immer im Vorgespräch klipp und klar, liebe Leute, ich kann das jetzt steuern, das passiert oder das passiert nicht, aber im Moment passiert unglaublich viel. Und ich sage bitte. Ich möchte kurz einmal unterbrechen, darf zuerst einmal danke für die Blumen bezüglich unseres Denkanstoßes. Der Peter und ich sind im deutschsprachigen Raum das längst dienende Urbelformat, wenn man so möchte. Wir haben im November unseren 70-Jährigen. Und für mich ist das mittlerweile sehr angenehm, weil der Peter redet gefühlte 9 Zehntel von der Sendung. Und das war schon mal anders. Aber der Peter macht das sehr, sehr gut und wir sind uns deckungsgleich. Und wir ergänzen uns das sehr gut. Ich bin so ein bisschen der Verrückte, Quirlige und er ist so der ruhige Pol, der da sehr analytisch das alles runterbricht. Aber im Endeffekt sind wir da deckungsgleich. So, danke mal für die Blumen. Das Zweite, was du angesprochen hast, ist, dass sehr viele gerade in einer Art Selbstfindungsphase sind und sich überlegen, ich hatte unlängst mit einer Freundin genau dieses Thema, wer bin ich, wo stehe ich, wo will ich eigentlich hin? Dieser Selbstfindungsprozess, der findet gerade bei sehr, sehr vielen statt, weil sie merken, die alte Welt, die ist Geschichte und jetzt erleben wir eine Art Paradigmenwechsel. Und wie du gesagt hast, richtigerweise, da werden noch einige von uns bestimmte Positionen oder Aufgaben haben. So sehe ich das. Du zum Beispiel, also jeder von uns. Und man wird sich neu finden oder erfinden dürfen jetzt in dieser neuen Weltordnung, aber auf positiv getrimmt. Bevor wir dabei das vertiefen, möchte ich einmal kurz ein bisschen den Werbeblock machen. Ich habe ja heute ein Paket bekommen, wie gesagt, von dir. Und du hast zuvor zitiert aus Götterdämmerung, ein Buch bei dir von Frank Schwede. Dann hast du da Putins Krieg, sehr aktuell geopolitisch, vom Peter von Zabulsnik. Ja. Das ist das Buch. Vielleicht magst du dazu ein paar Worte verlieren. Ja, also das Buch ist aktueller denn je. Er hat es ja in relativ kurzer Zeit geschrieben. Ich war selber fassungslos, in wie kurzer Zeit er das Buch geschrieben hat, die 400 Seiten. Und er hat es damals schon gesagt und man hört das O-Ton jetzt immer mehr von unseren
Darsteller, ja, dass hier ein hybrider Krieg stattfindet, ein Wirtschaftskrieg, ja, und die volle Wucht, die werden wir jetzt noch im Herbst spüren dürfen, ja. Und das hat der Peter wunderbar in dem im Buch beschrieben. Er hat auch die Originalrede von Putin drinne, wie oft er Friedensanträge gemacht hat und denen entgegengekommen ist. Und wirklich hochaktuelles Buch. Und ja, ich denke, jetzt im Moment ist gerade allgemein der ganze Onlinehandel sehr, sehr schwierig geworden. Ja, aber ich habe das jetzt auch von anderen Verlagen gehört. Allgemein, die Menschen halten das Geld zurück. Aber ich denke, der Herbst wird sie wieder auf die Realität zurückholen, weil, wie gesagt, ich habe so wirklich jetzt für mich das Gefühl, Corona ist weit weg. Ja, wir wissen nicht, ob sie da nochmal was versuchen, wieder aus dem Hut zu zaubern, denn ich traue ihnen alles zu. Ja, und auf der anderen Seite wird der Herbst viele Menschen noch quasi mit dem Vorschlaghammer dazu gezwungen, wach zu werden und einmal die Dinge zu hinterfragen, weil die werden dann mit einer Realität konfrontiert werden, die sie viele nicht mehr nachvollziehen können, ja? Weil die werden jetzt die Daumenschraube richtig anziehen. Ja? Also ich habe es noch nicht gelesen, ist frisch verschweißt, aber beim Rainer im Verlag erschienen, Putins Krieg. Dann gehen wir gleich mal zum nächsten. Das ist vom Michael Löckle, Macht und Geschichte, Aspekte der neuen Weltordnung. Auch ein wichtiges Buch, ja. Der Autor ist leider verstorben, was ich vor ein paar Monaten mitgeteilt bekommen habe, ja. Und dann noch das Buch vom Professor Kirschlernhorst, glaube ich, noch Diktaturvirus, ja, genau. Auch ein aktuelles Buch. Aber wie gesagt, das interessiert die Leute im Moment, die drängen alles weg. Die sind jetzt alle wirklich im Urlaubsmodus, jetzt hat man den Menschen ein bisschen Freiheit gegeben. Die glauben wieder, die Realität, die Freiheit kommt wieder zurück. Das ist wieder die sogenannte Salamitaktik. Und im Herbst wird wieder richtig zugeschlagen. Ja. Dann haben wir da noch ein Buch, das heißt von Markus Schlottig, Mythos Pyramidenkriege. Um was geht es denn da? Ja, der hat eben auch, er hat teilweise, sind ja drei Bände, du hast jetzt das letzte, es gibt ja Mythos Nibiru, Mythos Anunnaki und Pyramidenkrieg. Das ist der letzte von drei Bände. Er beschreibt halt seine Sichtweise und widerlegt teilweise vom Sitchin die Aussagen und revidiert die, ne? Und dann haben wir ein Buch, das hast du geschrieben, mit der Sigrun Donner, nicht verwandt und verschwägert mit Monika Donner, eine Macht aus dem unbekannten deutschen UFOs und ihr Einfluss im 21. Jahrhundert. Ja, genau, über das Thema werde ich auch wieder am Kongress einen Vortrag halten, weil, komme ich gleich noch drauf, weil ich habe so das innere Gefühl und das Gefühl haben immer mehr Menschen, es passieren seltsame Dinge bei mir in den Sitzungen. Und ich habe so das Gefühl, lieber Manuel, ohne das jetzt zu werten, ja, aber man spricht ja vom Dach der Welt. Ja, und das Dach der Welt ist nicht mehr Tibet, wie es früher war, sondern das Dach der Welt ist Deutschland, Österreich, Austria und CH, die Schweiz. Warum kommen immer mehr Heiler, warum kommen immer mehr Schamanen? Oder auch ein Peter, sein Meister, ist aus Indien, hat seinen Ashram hier in Deutschland, weil sie einfach intuitiv spüren, von hier aus wird die Kraft in die Welt geführt. Und da ich habe extra das Video damals von dem, der Peter hat ihn, glaube ich, auch gekannt, der war bei mir auf dem Kongress, der Bäuerle heißt er, der Hellsichtige, und der spricht ja auch vom Herzzentrum. Ja. Und ich habe das damals schon, wo ich noch am Buch ein Vermächtnis recherchiert habe, war ich in Berlin oben, da habe ich auch einen Insider gehabt, und der mir auch bestimmte Stelle zeigt. Und da, wo früher die Stasi ihr Hauptquartier gehabt hat, wo sie abgerissen hat, da hat es komischerweise auf dem Rasen, da hat sie den Rollrasen ausgelegt, hat es eine doppelte Herzform gegeben. Und man spricht ja auch, lieber Manuel, energetisch gesehen, die Erde ist ja ein lebender Organismus, ja, ein lebendes Wesen. Und man sagt auch, dass zum Beispiel Deutschland das Herzzentrum der Erde ist, ja. Und das stimmt auch, ja. Und man kann dir eine Niere entnehmen, man kann dir einen Arm amputieren, dann funktioniert es immer noch. Aber wenn man einen Durchstoß ins Herz reingibt, ist aus.
Und ich habe so das Gefühl, wie gesagt, ich werde das jetzt nicht, aber das hat ja auch einen Grund, warum man früher immer gesagt hat, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ich habe das Gefühl, vor dem Zweiten Weltkrieg, ja, haben unsere Ahnen das Tor nach oben zu unseren Sternenvölkern weit, weit geöffnet. Sie haben damals die transmediale Kontakte gekriegt, wo sie über die dann die Flugscheiben gebaut haben. Aber das ist heute nicht das Thema. Und dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen. Der Krieg wurde verloren, wurde auch teilweise in dem Buch ausführlich beschrieben, im ersten Teil vor allem, wie die Friedensmedien gearbeitet haben. Und dann war Kriegsende. Dann wurde Deutschland besetzt. Wir alle wissen, dass dann Deutschland heute noch besetzt ist und 75 oder jetzt fast 80 Jahre Umerziehung hat ihren Beitrag dazu geleistet. Aber ich habe so jetzt das Gefühl, das innere Gefühl kommt immer stärker in mir hoch, dass dieses Tor, was unsere Ahnen damals geöffnet haben, lieber Manuel, das öffnet sich gerade wieder. Und plötzlich kommen die Menschen wieder in ihre Kraft und der Bäuerle, der hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Der sagt, wir Deutsche werden das Licht über die Welt bringen. Und da geht es nicht mehr um nationale Grenzen. Es geht um das Überleben der Menschheit. Und da werden wir noch eine wichtige, zentrale Rolle spielen. Deswegen kommen alle Heiler. Viele hellsichtige Menschen kommen in den deutschsprachigen Raum. Es formiert sich gerade was hier. Und das spürt die Gegenseite natürlich. Und deswegen wird Deutschland jetzt natürlich so in die Zange genommen und man will partout, dass es zu einem großen Flächenbrand mit Russland am besten kommt. Ja, es will nicht, man will das nicht, dass Deutschland und Russland, das ist ja auch ein Brudervolk von uns, dass die sich vereinigen, weil die wissen genau die Konsequenz daraus. Ne? Ja. Und das ist jetzt im Moment auf 3D-Ebene die große Gefahr. Aber wir haben wirklich die Möglichkeit, über unsere Schöpferkraft jetzt wirklich in das innere Vertrauen zu kommen, in die Anbindung zu kommen mit der Schöpfung. Und wir können alles noch verändern. Und die Welt, die Klaus Schwab gern möchte, ist nicht meine Welt. Und ich kreiere mir meine Welt, wie ich sie mir vorstelle. Und ich sehe für uns eine tolle Zukunft, aber ich bin auch realist genug und das sage ich auch bei meinen Vorträgen, bereitet euch vor auf schwierige Zeiten. Wir stehen am Anfang vom Tunnel, wir müssen noch den langen dunklen Tunnel durchgehen, aber am Hinter macht sich schon das Licht breit und wir werden das sicher ansteuern. Da bin ich absolut überzeugt davon. Ich habe überhaupt keine Zukunftsangst. Wenn ich da kurz einhaken darf, Rainer, ich gebe dir vollkommen recht, das heißt ja nicht umsonst oder hieß immer Deutschland das Land der Denker und Dichter auch. Also da war ja mal immer wieder diese spirituelle, also schöpferische Kraft vorhanden, bevor es dann diese Industrienation wurde. Aber ich glaube, dass das gar nicht so die Bestimmung dieser Region ist oder unseres Kulturkreises, sondern die ganz woanders liegt im Ursprung. Das hast du, glaube ich, kurz anschneiden wollen mit deiner Aussage, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Ja, genau. Das würde sich auch wieder mit dem decken, was Peter erzählt hat. Es wird wahrscheinlich ganz bewusst jetzt die Wirtschaft an die Wand gefahren, vor allem die deutsche Exportwirtschaft, damit die Deutschen endlich wieder lernen, in ihre Kraft zu kommen. Ja? Das, und jetzt kriege ich so eine Gänsehaut. Und dann passiert was auf der energetischen Ebene. Und das ist dann genau das, was Gandhi auch immer gesagt hat. Wenn du wieder in deine innere Kraft kommst, in deine Schöpferkraft kommst und das innere Licht nach außen potenzierst, dann passieren auf der unsichtbaren Ebene Mechanismen plötzlich anzuwirken, wie Gandhi so schön gesagt hat, die wahrlich einer Offenbarung gleichkommen. Und da müssen wir die Deutsche wieder hinkriegen. Vielleicht müssen die Deutschen mal wieder lernen, dass Exportweltmeister, dass das nicht Reichtum zählt, sondern das, der innere Reichtum, der macht uns stark, die Herzenskraft, und da müssen wir wieder rein. Und wenn wir da in diese Kraft wieder kommen, da haben die keinen Zugriff, keine Möglichkeit mehr, uns zu manipulieren, weil wir sind viel mächtiger wie die. Das wissen die auch, die dunkle Agenda. Sie setzen ja alle Technologie ein, Transhumanismus und der ganze Schwachsinn, dass wir uns da mit der Computer verschmelzen und ein digitales Bewusstsein, das hat doch mit Menschsein nichts mehr zu tun.
wenn wir wieder in unsere Kraft kommen, und deswegen habe ich auch am Anfang getrommelt, es ist so immens wichtig für die Menschen zu wissen, dass wir uns mit Mutter Gaia wieder verbinden, mit der Erde wieder eine tiefe Verbindung eingehen und uns, wir alle Mutter Erde, die Kraft geben für die Transformation. Und dann werden wir mit Mutter Erde aufsteigen. Und für mich ist das so klar geworden in den letzten paar Monaten. Ich habe immer überlegt, wie wird der Aufstieg ablaufen. Die Menschheit wird sich spalten. Und das haben auch die Hopi-Indianer gesagt. Einige gehen den Weg, den spirituellen Weg mit Mutter Gaia mit. Die steigen auf und die anderen bleiben auf 3D zurück. Das heißt also, Manuel, was jetzt passiert in den nächsten 8 Jahren, sind wir auch wieder bei Klaus Schwab, da wo die ihren 2030 ihren Reset haben wollen. Wir machen unseren eigenen, indem wir mit Mutter Erde die neue Erde kreieren, und aus Mutter Erde wird eine neue Erde geboren werden, die auf einer höheren Ebene schwingt, auf 5D. Und dann kommen wir wieder auf die Prophezeiungen. Einer auf dem Feld bleibt, einer verschwindet. Ich habe immer gedacht früher, naja, da kann man vielleicht irgendwelche Raumschiffe evakuieren. Nein, wir selber evakuieren uns. Es gibt keinen auserwählten Status. Jeder wählt sich selber aus, indem er die Energie, die Frequenz mitgeht. Und ich kann euch nur raten, die Energie, die wird jetzt so drastisch hochgefahren. Wundert euch nicht, wenn ihr mal Tage habt, wo ihr mal so richtig euch schlapp und müde fühlt, da braucht das vegetative Nervensystem, das Körpersystem einfach die Ruhe, um diese Energie aufzunehmen. Und dann werdet ihr wieder Tage oder Wochen haben, wo ihr vor Energie regelrecht explodiert und voller Tatendrang sind. Das sind immer Wellenbewegungen, wo da kommen, wo ihr wieder eine Ruhephase braucht. Ich merke jetzt auch gerade, jetzt habe ich gerade so ein bisschen eine Ruhephase, wo ich auch mir viel Schlaf gönne. Und dann kommt wieder eine Zeit, wo ich wieder so mit Energie geladen bin, wo ich nach außen gehe und wo ich rausgehen muss. Aber das sind immer so Wellenbewegungen. Also denkt da euch nichts dabei. Das sind einfach diese kosmische Energie, diese kraftvolle Energien, die müssen verarbeitet werden. Die müssen im Körpersystem angelegt werden. Das ganze Körpersystem muss angeglichen werden. Und dann kommt die nächste Welle und die nächste Welle. Und das wird jetzt immer, immer heftiger geworden. Und wichtig auch vielleicht, ich weiß nicht, ob du die Wahrnehmung auch schon mal hin und wieder gehabt hast. Hin und wieder habe ich immer, ich schaue jeden Tag gleich, man schaut jeden Tag gleich zentriert und gleich bei sich. Aber hin und wieder habe ich immer wieder so den Blick, wo ich in eine andere Zeitlinie komme, wo ich in eine andere Zeitfrequenz komme. Das habe ich auch schon ausführlich erzählt in verschiedenen Interviews, wo ich geführt habe. Und ich glaube, das wird noch viel krasser werden. Und ich sage zu meiner Frau auch manchmal, wir wohnen hier im Wolf am Waldrand. Ja, wir sind hier wie in unserer kleinen eigenen Welt. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich dann wieder bei der draußen bin, in großen Menschenansammlungen, da fühle ich mich gar nicht mehr wohl. Ich bin wieder froh, wenn ich zurück kann. Außer ich treffe echte Menschen, gleichgesinnte Menschen. Da ist es anders. Da baut man wieder Energie auf. Und deswegen freue ich mich auch so auf den 20. August. Im kleinen Kreis, wo wir vielleicht so 100 Zuschauer haben, machen wir wieder ein kleines Event und einen Kongress. Und es gibt uns selber für die Herbst wieder so viel Kraft und Zuversicht. Weil vor allem wichtig bei solchen Kongresstagen ist immer das persönliche Kennenlernen und das untereinander austauschen und vernetzen. Ganz wichtig. Lieber Rainer, dann möchte ich das kurz einmal einblenden. Ich finde es jetzt gerade genau. Das ist einmal von deiner oder eurer Webseite zu deiner schamanischen Arbeit. Aber jetzt möchte ich kurz den Kongress einblenden. Hier Startseite, sieht man das jetzt? Ja, bis auf die Start Deutsches drauf. Ja, ich mache mal Vollbild. Magst du zum Kongress gleich einmal mehr sagen? Ja, also es sind 4 Redner eingeladen. Ich, wie gesagt, ich mache selber einen Vortrag über deutsche Flugscheiben, wie die Free-Medien damals gearbeitet haben und welche Technologien die schon entwickelt haben. Dann kommt der Markus Lewski aus Österreich. Er ist ja auch ein Kenner vom Untersberg und beschäftigt sich auch viel mit Untersberg und andere paranormale Fähigkeiten. Ich habe ihn auch schon mal auf dem Kongress gehabt. Dann der Frank Jakob, Looking Glass,
Und zum Schluss habe ich die Anja Schäfer da, die wird über die Venus berichten. Ich habe sie extra am Ende vom Kongresstag gesetzt, um die Energie wieder hochzufahren. Und am Ende vom Kongress werde ich dann nochmal mit der ganzen Gruppe im Saal nochmal eine schöne Meditation machen, weil wir nochmal eine Lichtenergie aufbauen von Mutter Gaia, weil es ist ganz, ganz wichtig jetzt, dass wir Mutter Gaia unterstützen in ihrer Transformation und um einfach dem Kongress dann am Ende noch einen positiven Punkt zu setzen, damit die Menschen wirklich zuversichtlich in der Hauptstadt gehen, aber auch vorbereitet sind. Und wenn sie im Vertrauen in der Anbindung sind, dann werden wir alle das ganz locker durchstehen und brauchen überhaupt nicht in die Panik fallen. Geht raus aus der Angst, geht rein ins Vertrauen und dann werdet ihr immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das wird sich auch noch mehr potenzieren. Und da bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Ich sage immer, je verrückter das im Außen wird, und das wird noch verrückt werden, umso mehr sind die Menschen aufgefordert, in sich zu gehen, nach innen zu arbeiten. Und dann finden sie wieder die Ruhe und den inneren Pol und die Anbindung nach oben. Und dann sind die Menschen wirklich im Vertrauen und in der Anbindung. Und dann wird da nichts passieren. Ich möchte kurz einhaken, was du angeschnitten hast. Also genau das kann ich bestätigen. Als dieser koronisierte Schwachsinn begann, wir in Wien, also wir sind ja das Epizentrum des Schwachsinns, wir haben ja nach wie vor diverse Auflagen. Ich bin eigentlich von Anfang an immer ohne Maske überall gewesen, und aber nicht alleine, also auch andere. Nur seltsamerweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir relativ wenig passiert ist. Also wenn ich in eine U-Bahn zum Beispiel steige, ohne Maske, da bin ich wie unsichtbar. Warum? Weil ich mich selbst so programmiere und jetzt nicht in diese Überheblichkeit reinfalle. Ja? So, haha, ich bin ja viel besser als ihr. Da gibt es nämlich auch so Kollegen aus unserer Bewegung, die das so gemacht haben, ich bin ja viel gescheiter und viel toller. Die Ecken dann aber an und das endet dann in einer mittelschweren Katastrophe mit Polizeieinsatz. Das habe ich nicht. Ich bin wie unsichtbar, mich spricht keiner an und ich im Gegenteil, habe sogar vereinzelt dann die Situation, dass sich dann auch Menschen trauen, den Fetzen vom Gesicht zu reißen. Jetzt nicht der ganze Wort, aber vereinzelt. Und das erlebe ich schon. Und das ist eben diese eigene Programmierung, von der du gesprochen hast, die sehr, sehr wichtig ist. Jeden Tag sich in der Früh selbst programmieren. Das mag jetzt sehr banal und ein bisschen so nach Esogeschwurbel klingen, aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig, liebe Freunde. Das ist fundamental wichtig, was du gerade eben gesagt hast. Wir müssen uns jeden Tag wieder gewisse Gedankenhygiene halten, weil das passiert so schnell, dass du einen Trigger kriegst. Du hörst ein Radio an und schon kriegst wieder einen Trigger drauf. Ja. Und immer jeden Tag, man spürt selber, warum bin ich heute so unruhig, so hippelig, so nervös. Das ist gleich meine Art, dann habe ich mir irgendwo unbewusst wieder ein Programm eingefangen. Ja? Und das ist auch das, was ich auch immer ganz explizit bei meinen Sitzungen mache. Wenn ich die Menschen dann in tiefe Trance habe, ja, tue ich automatisch immer die ganze Fremdprogrammierung löschen, dass sie wieder bei sich in ihrem Herzzentrum angekommen sind. Ja? Und vielleicht auch auf meine Sitzungen noch ganz kurz einzugehen, ich will ja gar nicht so viel Werbung machen, das passt schon alles. Ich habe drei Arten von Sitzungen, wo ich momentan anbiete, es kann sich auch erweitern. Ich bin selber im Dazulernen mit jeder weiteren Sitzung. Ich biete also sogenannte Seelenreisen an, was du gerade eingeblendet hast. Das wird im Moment ganz stark, das machen gerade sehr viele Menschen bei mir, weil es muss uns auch bewusst sein, dass wir multidimensionale Wesen sind. Wir haben auf verschiedene Welten gelebt. Und wenn die Menschen dann bei mir kommen und sich für eine Seelenreise entscheiden, lasse ich die Menschen erstmal über 24 Welten laufen. Das heißt, die dürfen die Welten nicht sehen. Die müssen über die Fußchakren selber reinspüren, wo habe ich eine Anbindung, wo spüre ich was. Ja? Und das ist echt auch immer phänomenal, was da bei den Menschen passiert. Ich habe ja alle möglichen Planeten drin, Aldebaran, Sirius. Ich habe auch die innere Welt und auch Kristallwelt und Feenreich, Engelreich, egal. Aber es passt immer. Manchmal
passieren so Dinge, da habe ich ein Vorgespräch und da erzählt mir eine Frau, sie sitzt öfters abends im Wohnzimmer und dann riecht sie so Veilchenduft. Da sage ich, ja, da sind Engel da bei dir. Und dann läuft sie über die Welten und welche Welt hat sie den stärksten Impuls? War natürlich die Engelwelt. Und dann bei der schamanischen Krafttierreise, das kann auch eine sehr kraftvolle Erfahrung für denjenigen sein, weil du musst dir so vorstellen, Manuel, unsere Krafttiere wechseln im Laufe des Lebens immer wieder, je nach Lebenssituation. Es kann sein, das Krafttier begleitet dich jetzt 3 Monate und dann kommt ein neuer Lebensabschnitt, kündigt sich ein neues Krafttier an. Und dann dürfen die Menschen erstmal eine Karte ziehen, reinspüren, welches Krafttier, dann wird die Botschaft vom Krafttier vorgelesen und dann führe ich die Menschen in die andere Welt, wo die Krafttiere zu Hause sind, dann lasse ich die Menschen sich mit dem Krafttier verbinden, dann dürfen sie die Kraft des Krafttieres mal in sich spüren, was es mit dir macht, mit deinem Energiefeld macht. Und dann wenn ich sie dann wieder zurückführe, baue ich da meistens noch hinterher eine Verbindung nach oben auf zu der Ahnen. Und das kann eine sehr kraftvolle Erfahrung sein. Und dann biete ich natürlich auch eine Rückführung an. Da bin ich ja selber vorbelastet durch Dr. Henning Alberts, der hat damals bei mir die Rückführung bezüglich meiner UFO-Erlebnisse, wo wir ja letztes Mal in der Sendung drüber gesprochen haben. Und nach der 4., 5. Sitzung hat er zu mir gesagt, ich brauche ihn nicht, ich kann aus mir heraus selber die Trostzustände herleiten. Und das kommt mir natürlich jetzt in meiner schamanischen Arbeit sehr zugute, weil da manchmal kriege ich dann für die Leute, jeder Mensch ist ja individuell, kriege ich dann oftmals für die Leute Bilder. Und wenn ich, aber das passiert nur in der Einzelsitzung, wenn ich unmittelbar im Energiefeld bin und dann kann ich plötzlich aus der geistigen Welt Informationen abrufen. Manchmal bin ich sogar, letztes Mal ist mir sogar passiert, das war auch das erste Mal. Also ich lerne mit jeder weiteren Sitzung, das ist Learning by Doing, das ist unglaublich. Letztes Mal habe ich bei einem schamanische Krafttierreise gemacht. Und als ich dann bei ihm angefangen habe, im Energiefeld zu arbeiten, kriege ich auf einmal ein Bild, ja. Und ich habe ihn immer früher gelebt gesehen und habe ihn klar beschrieben. Ne? Er wollte eigentlich eine Rückführung machen, aber komischerweise, es ist bei mir immer so, wenn die Menschen zu mir kommen, jetzt hat jemand, der möchte eine Rückführung machen. Dann machen wir das Vorgespräch, dann sage ich, geh ohne Erwartungshaltung rein. Wir gehen dann nachher hoch in meinen Raum. Dann wird der Raum vorbereitet, gereinigt. Und da habe ich meine gewisse Rituale, Trommellicht. Und dann frage ich die Seele ab. Welche Art? Ja. So eine Rückführung ist aber nicht unproblematisch. Ne? Ich habe jetzt mich mit einer Freundin vorher unterhalten über das Thema. Ich habe das auch schon mal versucht. Und sie hat mir beschrieben, bei ihr gab es aber eine innerliche Blockade. Da komme ich gleich noch drauf. Ja, es ist richtig, Rückführung, also schamanische Krafttierreise, Seelenreise sind weniger problematisch. Rückführungen können durchaus problematisch sein, aber das kommt darauf an, wie ich die Rückführung durchführe. Im Vorgespräch wird eigentlich schon suggeriert, das ist quasi schon eine Suggestion, wenn ich sage, ich arbeite nur im Einverständnis mit deinem Unterbewusstsein, dass ich heute und hier den Zugriff kriege. Und dass wir aus eine Schublade aus dem Unterbewusstsein öffnen dürfen, wo wir uns heute anschauen dürfen. Ich sage aber im Vorgespräch auch, wir ziehen nur die Schublade auf, die heute und hier an der Zeit ist, um auch positiv in dein jetziges Leben zu integrieren. Ich habe da keinen Einfluss drauf, sage ich auch immer, ob wir in deinem Leben nur zurückgehen, in deine Kindheit, wo vielleicht was passiert war, wo du verdrängt hast, oder wir steigen oftmals gleich in ein früheres Leben ein. Das entscheidet dann letztendlich das Unterbewusstsein. Du hast absolut recht, da muss man schon aufpassen. Und ich umschiffe das, indem ich einfach sage, okay, pass auf, ich rede jetzt mal Klartext. Es gibt ja auch so Geschichten wie Kindesmissbrauch oder sonstige Geschichten, wo wirklich psychisch heftige Reaktionen auslösen wurden. An die Dinge möchte ich eigentlich gar nicht rangehen, weil das hat schon auch einen Grund, warum dein Unterbewusstsein so eine dicke Mauer aufbaut, dass du da nicht durchkommst. Ja. Und es ist aber immer interessant, meistens ist es so, wenn die Menschen zu mir kommen und eine Rückführung machen wollen und ich bin dann oben, und dann entscheiden sie sich oben spontan von innen raus, ich mache heute schamanische Krafttierreise oder Seelenreise.
Und dann oftmals bei der zweiten Sitzung erst gehen wir an die Rückführung ran. Und das hat auch einen Grund, weil Rückführungen ist, wie du schon angesprochen hast, kann teilweise problematisch werden. Das kann ja auch mal emotional richtig heftig werden, ja. Wenn du jetzt irgendwie aus einem frühen Gelebe irgendwas gemacht hast, wo nicht so toll war und du das Paket immer auf deine Schulter mittragst, man kann es natürlich auflösen und transformieren, in Liebe und Vergebung gehen, auch für den Täter, dann löst sich das auch, aber da können schon teilweise emotional heftige Reaktionen kommen. Hatte ich bis jetzt einmal, aber das hat sich gleich wieder geregelt, weil da habe ich auch ein gewisses Ritual, wo ich die Menschen gleich wieder in ihre Ruhe bringe. Aber meistens ist dann wirklich so, man kommt, wollen eine Rückführung, dann entscheiden sie sich für eine Seelenreise und beim zweiten Mal für eine Rückführung, weil da haben die Menschen schon mal den Vorteil, dass sie mich kennen, dass sie mich als Mensch richtig wahrgenommen haben und auch wissen, wie ich arbeite. Und dann ist es oftmals leichter bei der zweiten Sitzung dann eine Rückführung, wo wir dann vielleicht doch mal in ein Thema einsteigen, wo emotional schon ein bisschen heftiger war, könnte, ja, muss nicht sein. Sag, diese Seelenreise, ist das auch das, was man mitunter Channeling nennt? Nein, Seelenreise eigentlich nicht. Du kriegst quasi den Impuls, den inneren Impuls. Du läufst über die Welten, die habe ich nur nummeriert. Und bei manchen Welten kriegst du ganz starke Impulse. Manchmal sind sogar 4, 5 Welten dabei. Dann legt man die auf die Seiten. Und wenn alle 24 Welten abgelaufen sind, lege ich die Welten nochmal aus, wo die Menschen Impulse gespürt haben, bis sie sich für eine entscheiden. Die andere Welten lege ich auf Seite, die zeige ich dann hinterher, wo auch noch eine Anbindung ist. Und dann musst du dir vorstellen, führe ich die Menschen durch ein Portal rüber zu dem Seelenplanet, lass die alles aufnehmen in der Seele, das sind ja Erinnerungen. Wir sind ja multidimensionale Wesen. Wir haben nur, wenn wir hier inkarniert sind, gehen wir durch den Schleier des Vergessens und viele wissen nichts mehr. Manche auch spüren was, ja. Wenn sie hochschauen an den Sternenhimmel, haben sie eine tiefe Sehnsucht von Heimweh oder so ein Gefühl, sie sind hier fehl am Platz. Das sind alles Hinweise, dass hier viele Sternensaaten da sind, die sich jetzt mehr und mehr an ihre Inkarnation auf andere Planeten erinnern. Und ich habe auch die Ryptoplanete dabei, ist nichts Schlimmes, ja. Kann ja sein, du hast auf dem Planeten noch irgendwas aufzulösen, hatte ich ja schon mal im Seminar, da war der junge Mann ganz verstört, was habe ich mit der Reptos zu tun? 2 Tage später ruft er mich an, hat nachts noch einiges aufarbeiten müssen, sagt, jetzt weiß ich, warum ich da noch drüber war. Da war noch einiges, was ich aufarbeiten musste. Also da, was ich damit sagen will, da passiert was mit dem Menschen. Da fließen Tränen der Freude, des Wiedererkennens. Die Seele spürt auf einmal innerlich, da ist noch viel mehr. Das, was hier sitzt, der Manuel, was jetzt hier vor mir sitzt, das ist nur ein Teilaspekt einer Seele, der sich hier zum Ausdruck bringt. Der Manuel war noch woanders unterwegs, ja. Und wenn er sich das bewusst macht, ja, und ja, genau, bewusst wird, ja, dass er eigentlich da auch schon mal gelebt hat, ja, und die Erinnerung präsent wird, ja, und dann in Träume möglicherweise noch, du wunderst dich, du hast so komische, seltsame Träume von Landschaften, die gar nicht hier auf der Erde zuzuordnen sind, weil sie so virtuell ausschauen oder die Farben, die ganz anders sind wie hier auf der Erde, dann sind es immer Hinweise, dass du astral unterwegs warst und Erinnerungen an vorige Leben auf andere Planeten im Traum zum Ausdruck kommt. Und das kann man natürlich durch so eine Seelenreise nochmal richtig aufarbeiten und da passiert was mit dem Menschen. Ja? Und manchmal kriegen sie auch Impulse, wo sie jetzt noch hin müssen, wo plötzlich spüren sie innerlich ein. Sind wir doch ehrlich, die meisten gehen irgendeiner Arbeit nach, um Geld zu verdienen, aber keiner ist irgendwie glücklich, aber ich muss es ja machen, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und plötzlich tut sich innerlich was und es reift immer mehr in sich und plötzlich tun sich auf einmal auch Türen und Räume auf und du gehst auf einmal in eine ganz andere Richtung. Und da heißt es einfach, Vertrauen zu haben, loszulassen, ins Vertrauen gehen. Dann wird auch für dich, solange man noch Geld als Zahlungsmittel hat, wirtschaftlich gesorgt, dass du über die Runde kommst. Und ich brauche ja im Prinzip nicht viel. So viel, dass ich meine Miete zahlen kann und dass ich
meine ganze Unkosten gedeckt habe und wenn ich noch ein paar Euro übrig habe und ein paar Vorräte kaufen kann, super. Und was brauche ich mehr? Ja, na, wenn ich da mal kurz einhaken darf, gab es jetzt in all den Jahren, weil sich als Schamane zu bezeichnen, ich war in Mexiko, ich habe die Maria Sabia kennengelernt. Das ist die Schamanin, die den Jim Morrison von den Doors therapiert hat, mehrmals. Also eine echte Schamanin. Jetzt habe ich so die Erfahrung gemacht, als Schamane bezeichnen sich bei uns mittlerweile relativ gerne sehr viele Menschen, wo ich mir dann oft denke, puh, weiß ich nicht so wirklich. Ich meine, dir nehme ich das jetzt schon eher ab, dass du den Background hast. Aber wie siehst du da dieses ganze Spektrum? Da gibt es schon noch viel Quacksalber, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Schamanismus hat auch viele ganz falsche Begriffe im Kopf. Ja, viele tun Schamanismus mit irgendwas Schwarzmagischem zu tun. Nein, das waren einfach Medizinmänner, die mit der Anderwelt kommuniziert haben. Ja, klar, die haben dann am Feuer auch mal ihre Sache geraucht, wo sie einfach in eine andere Ebene kommen. Aber wie gesagt, da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Ich brauche das nicht. Ich kann aus mir heraus selber die Trostzustände, diese verändernden Bewusstseinszustände herleiten. Aber viele haben da wirklich einen komplett falschen Blick, was Schamanismus bedeutet. Und für mich ist es einfach nur so, ob ich jetzt Schamane bin, spielt gar keine Rolle. Ich spüre einfach, es kommt eine Entwicklung bei mir, wo ich Menschen helfen darf, wo auch was passiert. Und die Rückmeldung, das Feedback, wo ich von den Menschen bekomme, bestätigt ja das, mein Tun. Ja? Und von dem her bin ich da absolut im Vertrauen. Klar, die Entwicklung geht immer weiter. Möglicherweise werde ich auch mal das eine oder andere schamanische Ausbildung oder Ding, wenn ich den Impuls habe, ich muss das tun, dann mache ich das. Aber im Moment mag ich einfach, es fließt von ganz alleine. Es fließt. Ich möchte aber da kurz fragen, jetzt Menschen, die vielleicht jetzt nicht so zu dir können aus zeitlichen Gründen, woran erkennt man vielleicht in ein paar wenigen Aspekten, wer das Talent wirklich hat und die Gabe und wer da eher auf deine Kohle aus ist? Ja, okay, da kann ich jetzt schlecht eine Formel aufgeben. Ich kann immer nur die Formel aufgeben, schaut euch die Leute an, möglicherweise im Internet, macht euch ein Bild, geht auf euer Gefühl und wenn euer Gefühl, euer Inneres euch ein gutes Gefühl gibt, ihr kriegt eine Gänsehaut und ihr fühlt euch sicher, dann ist es immer ein gutes Zeichen, wenn ihr das Gefühl habt, oh Mann, hier wird richtig nur Kohle abgezockt von den Leuten oder viele haben einen riesen Auftreter und ich will da gar niemanden verurteilen oder beurteilen, das steht mir einfach nicht zu, das will ich auch nicht, das muss jeder selber für sich rauskriegen, wo er sich aufgehoben fühlt. Viele sagen auch, ja, der hat einen an der Klatsche, alles okay, darf jeder denken, was er will, ich habe kein Problem damit, ich weiß, ich folge meiner Seele, der Impuls ist da. Und es bestätigt sich immer mehr im Außen, dass es der richtige Weg ist, jetzt für mich den Weg zu gehen. Und wenn der Weg abgeschlossen ist, dann kommt die Offenbarung. Und das darüber darf ich noch nichts erzählen. Dann sind wir nämlich wieder, das hat mir nämlich ein bekanntes Jenseitsmedium gesagt, die hat zu mir gesagt, Rainer, die geistige Welt ist hoch erfreut, dass du endlich mit der Arbeit begonnen hast. Schamanisch ist nur die Vorstufe für die nächste Stufe, das ist dann die Trostheilung. Ich sage zwar nicht Heilung, ich rede von Energiearbeit aus rechtlichen Gründen und dann kommt die Offenbarung. Und ich weiß, was die Offenbarung bedeutet. Das hat dann wieder mit unseren Freunden da oben zu tun, mit der Außerirdischen. Aber das ist ein Thema, wo jetzt noch nicht drüber gesprochen werden darf oder wo ich noch nicht das Gefühl habe, dass ich darüber sprechen darf. Wir müssen jetzt erst dafür sorgen, dass möglichst viele Seelen den Weckruf hören von Mutter Erde, sie mitzubegleiten, den Aufstieg zu schaffen, mit Mutter Erde den Aufstieg zu gehen. Und wenn der Schritt vollzogen ist, lieber Manuel, erst dann werden die Außerirdische offiziell kommen. Jetzt hätten die gar keine Möglichkeit. Die werden erst dann kommen, wenn der Aufstieg 2030 roundabout. So genau, so um den Dreh rum. Und das habe ich immer schon gesagt. Ich bin oft immer wieder gelöchert worden von meiner Leserschaft. Rainer, man kommt die alte Warner, man retten sie uns, was muss noch alles in Deutschland passieren? Viele Dinge würde ich heute auch anders schreiben, wie ich damals in den Büchern geschrieben habe. Das hat auch was mit meiner Weiterentwicklung zu tun. Ich kann nur so viel sagen. Das, was wir jetzt erleben, ist die
Vorbereitung auf die neue Zeit. Und wenn wir das durchgestanden haben, da sind wir bei 2,30. Ich habe immer gesagt, noch bevor das ganze Theater mit Corona losgegangen ist, habe ich immer zu meiner Leserschaft gesagt, ich kann euch nur so viel sagen, ich kann euch kein Datum geben, ich kann euch nur so viel sagen, ich weiß, dass ich es in meiner Lebensspanne noch erleben darf. Und dann habe ich immer mehr dazu tendiert zu sagen, vor 2,30 wird nichts passieren. Da bin ich immer schief anguckt, wo, oh je, noch so lang. Da sage ich, ja, die Menschheit ist noch nicht bereit dafür. Und jetzt verfestigt sich das innerlich immer mehr. Erst wenn die Transformation abgeschlossen ist, wird es zum Kontakt kommen. Das heißt nicht, Manu, dass die Außerirdische uns nicht unterstützen, die Positiven. Aber die arbeiten im Hintergrund. Und ja, es gibt ein kosmisches Gesetz, das heißt der freie Wille. Und wenn wir so blöd sind, die Erde in die Luft zu sprengen, dann ist es unser freier Wille. Dann dürfen wir das. Dann dürfen wir eine ganze Zivilisation verschwinden. Wird aber nicht passieren. Ist schon mehrmals auf der Erde passiert. Es ist in unserem Recht. Und was würde denn jetzt nochmal so ganz kurz noch zum Ende in den Raum reingeworfen? Was würde denn passieren, wenn die Außerirdische uns jetzt die Technologie alles zur Verfügung stellen würden, so dass wir interplanetarischen Raumflug betreiben könnten? Dann uns oder meinst du jetzt die Strukturen des tiefen Staates? Ja, allgemein beim derzeitigen Zustand der Erde, wie sie jetzt momentan schwingt, in dieser Aggression, Krieg und alles Zerstörung. Also würden die Menschen die Technologie nutzen, ins Weltall zu fliegen, andere Planeten zu kolonisieren und würden das gleiche Spielchen wieder von vorne anfangen, indogene Völker. Schau den Film Avatar an, wurde das sehr plastisch rübergebracht, würde das gleiche Spiel passieren, also wird es nicht zulassen. So, und deswegen passiert das, was jetzt passiert. Es wird sich jetzt ist die Zeit gekommen, eine Entscheidung zu fällen, wo gehe ich hin, egal was die Außenwelt von mir denkt, gehe ich meinen Weg, gehe ich den Weg mit Mutter Erde, dann gehe ich den Weg des Aufstiegs oder bleibe ich zurück auf 3D und lasse mich schön von Klaus Schwab und Konsorten versklaven und zum Zombie und zum willenlosen Sklaven degradieren. Ne? Ja, da werden sehr viele auf der Strecke bleiben. Ich habe das immer wieder auch versucht, Menschen aus meiner Community näher zu bringen. Es wird ganz wichtig sein, jetzt mal diverse Szenarien schon mal durchzuspielen, vom einfachsten Weg bis hin zum Worst Case, aber man soll es gedanklich schon mal durchspielen, damit man nachher keine Fehler macht. Weil wenn es dann wirklich, sagen wir mal, wir gehen jetzt vom schlimmsten aller Fälle aus und man hat dann die Intention, oh Gott, aber ich muss ja meinen Eltern noch irgendwo helfen und die wohnen ja ganz woanders, na, dann hast du leider schon verloren und wirst mit untergehen. Sondern du musst, genau, leider so hart das klingt, jetzt schon die Entscheidung treffen, im Zweifelsfall zu wissen, ich muss jetzt diese Seele, die noch nicht so weit ist wie ich in meinem Mindsetting, liegen lassen, ihren eigenen Weg gehen und mich auf meinen Fokus weiterrichten. Genau. Und wenn man weiß, dass Energie nicht verloren geht, es geht keine Seele verloren, ob das jetzt junge oder alte Seelen sind, erdgebundene Seelen, es geht im Universum grundsätzlich nichts verloren. Ja? Energie transformiert sich und die Seele transformiert sich, nichts anderes passiert, wenn wir hier sterben. Ja? Deswegen habe ich meinen Vater ganz fröhlich gehen lassen können, ohne große Trauer und Schmerz. Es war für ihn ein Segen, das, was jetzt kommt, nicht noch mitzuerleben. Und er durfte friedlich die Seiten wechseln, er ist transformiert. Und ein schönes Beispiel war auch, ganz kurz noch zum Abschluss, als wir in Wemding waren, da waren wir sofort, der Peter Denk war, glaube ich, auch im Kreis gestanden, da haben wir so über die Transformation, über den Aufstieg gesprochen, so wie ich mir das vorgestellt habe, was ich jetzt auch versucht habe, so in dieser kurzen Zeit hier rüberzubringen. Dann kam ein Schmetterling, der saß genau hier auf meinem Bauch. Kurz vorher kam eine Frau, wo bei der Seelenreise am Vormittag dabei war, und bei ihr war auch der Schmetterling auf der Schulter, und er sagt, du weißt schon, was das für Bedeutung hat, wenn ein Schmetterling bei dir auf der Schulter oder irgendwo sitzt, das bedeutet Transformation von der Raupe in ein schönes göttliches Wesen, in einen Schmetterling. Und da musste ich so lachen, der Schmetterling saß bei mir so auf dem Bauch, wir reden von der Transformation, da habe ich gesagt, siehst du, der Schmetterling symbolisiert, dann hat er noch seine Flügel so aufgefalten, wir transformieren uns jetzt alle selber, und dann flog er noch weiter zu einer Dame auf die Schulter. Das sind solche kleine Zeichen aus der geistigen Welt, und die geben uns immer wieder die Kraft und Zuversicht, weiterzumachen.
und jetzt aktiv zu werden. Du hast ja sicher, du hast den letzten Denkanstoß angesprochen, da hat der Peter ja richtig gesagt, Baphomet ist am Ende, ist gefallen und ich kann das bestätigen. Ich habe ja mich auch mit dem schwarzen Kult beschäftigt, also diese ganzen Pedo-Recherchen, ja, hat es im Vorgespräch erzählt. Und da weiß ich halt, dass all jene, die Satan oder Baphomet in dem Fall angebetet haben, natürlich auch eine Energie zurückbekommen haben. Nur jetzt kommt halt nichts mehr zurück. Das sind die kosmischen Gesetze. Und ja, mit Beginn des Wassermann-Zeitalters, das ja auch schon jetzt ja, fast 2 Jahre zurückliegt, ist der Wandel eigentlich im Prozess. Und ja, das ist genau das, was Schwab-Konsorten, diese satanistischen Kräfte merken. Da kommt nichts mehr. Sprich, sie haben verloren. Jetzt schlagen sie wild um sich. Das habe ich mit Peter, glaube ich, auch ganz gut rausgearbeitet. Und wir werden jetzt live zuschauen können, wie sie sich selbst irgendwie versuchen zu vernichten oder irgendwie noch ihre Haut zu retten. Aber ganz wichtig ist, dass die Menschen in der Liebe bleiben, im Vertrauen bleiben und es wird natürlich noch ungemütlicher werden. Das, glaube ich, sollten schon alle wissen. Ne? Ja, deswegen finde ich eure Arbeit auch so immens wichtig, ja, weil es ist wirklich wichtig, den Blick auf 3D nicht zu verlieren. Es gibt viele, ich sage jetzt mal ganz überzogen, so die Blümchen-Esoteriker, ja, die nur noch in der 5D rumfliegen und alles ist gut, alles ist Heil und Liebe, so ist es nicht, ja. Wir müssen schon, ich sage, es ist schon mal ein Balanceakt, weißt du, immer schön zentriert zu bleiben. Okay, ich schaue mal an, 3D, aha, ich sehe es ja jetzt selber, ich habe Öl bestellt, warte schon seit 3 Wochen auf meine Öllieferung, Holz kriegt man fast keins mehr her, ich habe noch 5 Meter hergekriegt, ja, um einfach vorbereitet zu sein für alle Eventualitäten. Also da sieht man schon, wie die Lieferengpässe immer mehr kommen werden. Ja, das wird jetzt zur Realität werden. Und deswegen sage ich, im Vertrauen bleiben, wenn man für sich eine gewisse Vorsorge getroffen hat und dann in der Anbindung ist und spirituell geistig sich anbindet, dann wird man schön durch das Chaos durchgeführt. Dann kann im Außen links und rechts da keine Bomberflieger oder alles Mögliche, es wird dich nicht mehr belasten, weil du, wie du selber schon sagst, du baust dir dein eigenes Feld auf, so ein blödes Beispiel, der Russ marschiert ein, bumm, und der sieht der Manu einfach, der fährt an dir vorbei, verstehe ich, an deinem Haus, weil er dich nicht wahrnimmt, das ist jetzt ein blödes, plastisches Beispiel. Wird nicht passieren, denke ich, aber ich sag mal, egal, was im Außen passiert, wenn du im Vertrauen bist, dein Energiefeld um dich herum und dein Haus aufbaust, dann wirst du einfach sicher durchgeführt und es wird dir nichts passieren. Und das einfach innerlich verfestigen und dann brauchst du halt in Panik geraten, wenn so mal 14 Tage lang die Läden zu sind, wenn ein Stromausfall ist oder sonst wo, noch haben. Machst du es halt mal ruhig und dann zündest du halt mal ein Kerzchen an und gut ist, einfach keine Panik kriege. Du Rainer, ich kann dir das bestätigen. Also mir ist jetzt in all den, seit 2010, 12 mache ich jetzt diese alternative Arbeit und mir ist schon ziemlich viel an Gegenwind präsentiert worden und das Schlimmste war ein bisschen zu, ich habe es erzählt, Attentaten, politische etc. Aber es ist immer irgendwie alles gut geworden. Natürlich ist es nicht lustig, wenn du nichts mehr hast, jetzt im Extrembeispiel oder Extremfall, aber es hat sich immer alles irgendwie positiv gelöst und das, weil ich halt im Vertrauen bin oder bleibe und auch weiß, diese Gesetze, die kommen zurück und die Leute, es kommt dann immer irgendwo Hilfe her, von der du es gar nicht annimmst oder wo du gar nicht damit rechnest. Genau, das ist im Vertrauen. Du denkst, oh Gott, wie geht's weiter? Und plötzlich tut sich eine Tür auf oder es kommt jemand, gibt dir eine Spende, du, ich habe was über, nimm's. Ich finde es klasse, was du machst. Wenn du im Vertrauen bist, wird sich immer eine neue Türe aufmachen und es wird für dich gesorgbarer. Aber das ist einfach dieses Urvertrauen. Ich kann immer nur sagen, auch die Menschen, die zu mir geführt wurden, sage ich, fangt einfach mal wieder an, für euch ein stilles Gebet zu sprechen. Das muss nicht das Vaterunser sein. Jeder hat ja eine andere irgendwie Anbindung nach oben, ja. Einfach so vorm Schlafen gehen, bitte deine Schutzengel, deine Ahnen meinetwegen oder Gott oder Jesus spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass du weißt, es ist eine Verbindung da. Ich habe eine Anbindung nach oben und bitte einfach um Führung und Schutz für dich und deine Familie. Du kannst deine ganze Sippe mit ins Gebet nehmen und das so vor dem Einschlafen.
ist ein sehr gutes, Mittel, und das immer jeden Abend immer wieder wiederholen. Und je mehr du das visualisierst, umso mehr verstärkt sich diese Energie. Und irgendwann bist du so tief im Vertrauen, dass du weißt, es kann passieren, was will. Ich komme heile durch. Ja, so geht es mir zum Beispiel. Ja. Ich meine, man darf halt, wie gesagt, nicht in diese Überheblichkeitsfalle tappen. Okay. Das habe ich ja davor schon beschrieben. Das passiert mir nicht. Immer wieder die Erdung finden, Reflexion. Es ist auch eine Zeit der Selbstreflexion bei sehr vielen Menschen, die ich gerade erlebe, die ein bisschen sensibler, sprich in unserer Community sich befinden. Wir sind ja sensible Seelen. Deswegen sind wir so und nehmen die Dinge anders oder schneller und intensiver wahr als die meisten. Und da haben wir halt einen gewissen Vorteil. Lieber Rainer, ich möchte mich bei dir bedanken. Und ich möchte dir mal ganz kurz zum Schluss für deinen Kongress Werbung machen. Also der ist jetzt nochmal am 20. August. Genau. Und interessante Redner, Frank Jacob, ja, mit seinem Mars-Thema und Remote Viewing. Dann du wirst sprechen. Dann haben wir da die Anja Schäfer und den Herrn Lewski. Aus ist wo? Im Ortsteil Ellwangen in Rott an der Rott. Okay. Genau, ist direkt bei mir im Dorf der Vortrag, der Kongress. Genau. Super. Was gibt es im Verlag? Ist irgendwas geplant demnächst an interessanten Büchern, was uns erwartet? Nein, im Moment läuft hier gerade gar nichts mehr, aber das ist überall im Moment so. Ich werde nochmal einen neuen Roman vom Bernd Huber machen. Das wird auch wieder um das aktuelle Zeit. Der hat ja den Erfolgsroman Brennburg geschrieben. Der schreibt gerade noch was. Und was noch in der Pipeline steht, wo ich aber einfach die Ruhe und die Zeit brauche, das wird der Winter bringen. Ich werde nochmal Aldebaran-Buch schreiben, und zwar Aldebaran, die Wiederkehr, wo ich einfach aus alle drei Büchern nochmal die wichtigsten Teile zusammenfasse. Und das, was im Moment bei mir hier im Kopf alles an entstanden ist, was da auf uns zukommt, das werde ich dann am Schluss noch mit ins Buch reinpacken, wie ich die Transformation und wann die Außerirdische dann möglicherweise uns in die Galaktische Föderation aufnehmen. Das wird alles noch kommen, da bin ich zuversichtlich. Aber wir haben noch eine weite Strecke vor uns, lieber Mann. Wir haben noch eine weite Strecke, und deswegen, liebe Freunde, bleibt in der Liebe, bleibt im Vertrauen, aber beginnt langsam auch euch zu vernetzen. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Ja, und im Vertrauen bleiben und euch jeden Tag selbst programmieren, dann geht alles gut. Glaubt mir das. Das ist so simpel ist es. Ja? Genau. Das Einfache ist immer das Beste. Gar nicht so verkopfen und so verkopft machen, sondern einfach in der Einfachheit bleiben. Geht einfach mal ab und zu raus in die Natur, schaut euch Gottes Schöpfung an. Da könnt ihr euch wieder viel Energie, viel Kraft holen, wenn euch die Menschen wieder da draußen, die Zombies, die nur noch funktionieren, rumlaufen, Energie absaugen. Dann geht raus in die Natur. Da könnt ihr euch wieder in Gottes Schöpfung verbinden und Kraft holen. Und dann geht es euch gleich wieder viel, viel besser. Lieber Rainer, ich sage danke für dieses erhellende Gespräch. Ja, ich danke dir, lieber Manu. Und ja, wer weiß, vielleicht kommen wir bei einer anderen Gelegenheit mal wieder irgendwie zusammen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Alles klar, mein Guter. Ich danke dir für das tolle Gespräch und bleib bei dir. Du machst super Arbeit. Danke. Danke, lieber Rainer, und grüße an die Community. Bussi Baba aus Wien nach Bayern. Tschüss. Ja, ciao.